Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TuFarming. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das Wochenende auch schon wieder fast rum, meine Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst das Däumchen da, freuen wir uns immer ganz besonders. Wie gesagt, so könnt ihr uns immer unterstützen, immer supporten, indem ihr ein Däumchen nach oben gebt. Ja? Miguel. Ja? Gibst du die 10k zurück oder machen wir Krieg? Es sind aber 16.000. Was 16.000? Oder was meinst du mit 10k? Du hast 10k zu viel Mais geholt. Nee. Doch. Nein. Ich hatte 120.000 im Lager. Und jetzt habe ich nur noch 11.000. Na, aber ich habe das erste Mal 84,6 geholt. Nee, 83,6 habe ich weggekriegt. Mehr kriege ich nicht rein in den LKW. Also 83,6 ist, dann ist fertig. Mehr geht nicht rein. Und jetzt habe ich noch 16.700 geladen. Und warte mal, 83,6 geht rein. Und 16,4, ja gut, ich habe 300 zu viel. 300 ist egal. Ich habe aber wirklich jetzt nur 83,6 und 16,7. Dann entschuldige ich mich erst, das muss ich nachprüfen. Ich meine, ich hätte 125.000. Vielleicht jemand irgendwas anderes raus? Ich habe nämlich 125.000 im Lager gehabt und jetzt ja, noch es waren auch, glaube ich, um die 120.000 drin, ja. Was verbraucht denn Mais? Oder warte, vielleicht hat auch. Vielleicht. Warte. Nein, alles erstmal gut. Ich muss erstmal meinen Mo fragen, der hat Schweine gefüttert hat. Vielleicht hat der Mais irgendwo reingekippt oder so. Okay. Also wie gesagt, wir haben wirklich nur, wir kriegen nur 83,6 weg. Und jetzt habe ich halt, wie gesagt, nochmal 16,7 geholt. Das sind halt 100.000 und 300. Ja, vielleicht hat Mo was rausgeholt für die Hühner. Ich entschuldige mich erstmal, sorry, das war wieder zu voreilig. Ich erkundige mich erstmal und dann erkläre ich das. Sag Bescheid, ne? Alles klar, tschüss. Ciao. Wollt ihr uns hier schon wieder des Stibitzens betiteln? So, Bella, jetzt müssen wir mal schauen. Schweinefutter müsste jetzt exzellent laufen. Jo. Bisschen Getreide könnten wir noch reinschütten. Komm, wir gucken mal, was noch für Getreide im Lager ist. Ah. Stimmt einiges. Ach Gott, ey. So, was machen wir dann jetzt? Wo sind die zwei Bumsbirnen? Ja? Ja, ich noch mal hier. Mo hat rausgeholt für die Schweine. Der hat Schweine damit gefüttert. Aha! Entschuldigung vielmals, das war alles gut. Wieder mal voreilig. Ja, nee, alles gut. Passt. Okay, alles klar. Tschüss. Bis dann, tschüss. Was wolltest du gerade sagen? Wir haben nicht einen Liter Getreide. Hm. Weizen? Sie haben ja 217.000 Liter Karotten, für was? 535.000 Liter Roggen, für was? 21.000 Liter Hopfen, gut. Pellets. Weizen, 94.000 Liter Weizen. Sag mal, das Lager hier, das Grüne, was da hinten ist, ne? Ja. Was ist da drin? Ist da nicht auch Getreide drin? Muss ich mal gucken, das ist eigentlich da, wo der Ringele ablädt. Nein, nicht da ganz hinten am... Ach so, das andere müssen wir die Tore mal aufmachen. Weil wenn da nämlich noch was drin ist, können wir doch das nehmen, oder? Das ist ja von euch. Ja. So, pass auf. Ich hau jetzt erstmal nochmal 40.000 Weizen rein und dann... Mhm. Läuft Schweinefutter erstmal vom Allerfeinsten, würde ich behaupten. Und wir müssen noch an das Wasser denken für die Kühe. Wir haben ja echt Probleme sonst. Ja, ja, ich weiß. Wir müssen da jetzt direkt los. Was macht denn Harin, Jupp und Gustav? Wo sind die denn? Weiß ich nicht. Kann doch nicht sein, ey. So, gut, gib mal das auch noch ab. Warte mal, ich ruf die mal an. Ich klingel da einfach mal durch. Ich würde einfach jetzt mit. Ja, ich habe überhaupt nicht. Also, ja. Auf so einen Scheiß zu quatschen. Ja. Hallo. Hallo, Chef. Wo seid ihr?
Hinter dir. Wieso hinter mir? Kann ich sein, hinter, hinter mir ist eine Lademulde. Dann hinter der Lademulde, Mulde hinter dir. Ja, bleib stehen, verdammt nochmal. Was macht ihr denn? Ja, naja, es ist hier auf den Landhandel hinkommen, damit ich jetzt wieder raus aufs Feld fahren kann. Was macht ihr denn hier mit dem Lamborghini? Ja, hochfahren, Chef, komm mal bitte mit. Was macht ihr mit dem Lamborghini? Der Lamborghini ist nicht uns. Doch, ist meiner. Dave. Ach, das ist deiner, okay. Dave. Ja? Komm mal bitte mit. Geht's jetzt los? Wo soll ich hin, Chef? Du nicht. Nee, Chef, komm mal bitte mit. Ja. Gustav, einen Kaffee? Ja, Chef, gib den Gustav mal einen Kaffee. Bitte mit. Gib den Gustav mal einen Kaffee. Ja, ich komm da schon. Ja. Mensch, was ist denn nur los mit dir, Harald? Hä? Sie sind das jetzt zu. Da auch mal. Komm mal hier rein. Chef. Was? Ja? Jetzt hör doch mal auf, hier rumzuholen. Warte mal, bleib stehen. Brust. Ja, okay. Nein. Ich wollte nur gucken, ob da hier irgendwas noch drin ist, weil wir kein Getreide haben. Ja? Ja, das ist mir bewusst. Die Bauern liefern ja nicht. Pass auf jetzt. Pass zu. Ich war vor uns echt angefressen, weil wir so unpünktlich waren. Das hat ja nichts mit dir zu tun, aber auch nicht mit dem Kasper da draußen. So, aber zu dem Kasper da draußen. Ich traue dem ganzen Braten nicht. Und du willst den hier einstellen. Hm. Warum? Ja, aber was soll, der hat gekündigt da unten. Chef, jetzt mal ohne Flachs, jetzt denk doch mal bitte klar. Die bauen die Biogasanlage um. Ja. Kurz darauf kündigt der und kommt hier hoch. Na, sag mal, naja, du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Ich verstehe schon, wenn er sagt, dass er sich das Rumgeschreie und Rumgenörgel von Fritze nicht mehr anhören will. Weißt du, wie das da unten abläuft? Das läuft ganz anders ab. Er hat doch mehr Sachen als Fritzel. Sag mal, seit wann lässt du dich von Leuten so vorführen? Ja, aber was will er denn? Warum? Ich lass mich vorführen? Naja, du hast doch gleich ja gesagt, wo er da ankam. Ich habe doch damals ein Angebot gemacht. Ja, ne, das war ja schon schlimm. Und ich habe da nicht gleich ja geschrien. Ich habe doch gesagt, hier, dann schauen wir uns das erstmal an und alles und was er sich da preislich vorstellt und so weiter und so fort. Und was stellt er sich denn preislich vor? 3,8 netto. Hier, sag mal. Naja, er hat eine leitende Position, das ist doch okay. Aber nicht hier. Hä? Dann weißt du doch. Aber er hat. Was willst du ihm denn beim Landhandel von der leitenden Position geben? Na, ich würde ihn auf jeden Fall sich um die Tiere kümmern lassen und das vielleicht macht das da rausbauen, um Fritze da Konkurrenz zu machen. Chef, ja, ich hatte ja nur mal einmal Einblicke in so eine Mastanlage ich da. Ich sag dir so, wie es ist. Der verarscht uns und der wird sich wieder verdünnisieren. Und wenn hier irgendwas schief geht oder irgendwo die Firma drunter leidet, ich sage nichts dazu, aber ich hab dir es vorher gesagt. Hä, na, aber was, ich versteh's halt nicht. Ja, weil im Endeffekt, wenn er jetzt hier arbeitet und verpisst sich dann wieder, dann ist ja sein Bier, muss er ja wissen. Aber dann weiß er auch, dass er nie wieder kommen braucht. Aber er hat in der Zeit schon Einblick gehabt in die Unterlagen. Ja, und was steht da? Das will ich nicht. Pass auf. Nee, bis jetzt hat er gar keinen Einblick in irgendwelche Unterlagen, ne? Das ist schon mal erstens. Ja, genau. Aber wenn du ihn hier wirklich so einsetzen willst, wie du da das gerade so zusammendenkst. Pass auf, Angebot von mir. Da kriegst du 1,5 netto, 6 Monate Befristung und danach wird erst nochmal übers Geld gesprochen. Aber anders nicht. Naja, aber du musst ja auch mal so sehen. Ich meine, der ist jetzt auch in einer misslichen Lage, ne? Der verarscht uns. Aber Fritzel will zum Beispiel auch, das hat er in der Zeitung geschrieben, die Friedenspfeife. So, und ich glaube nicht, dass... Also, Fremdland hat Fritzel aber nichts damit zu tun. Und was soll er denn dafür Nutzen dran haben? Ich meine, gerade wir, der Landhandel, ist ja ein großer Kunde auch der Biogasanlage. Da würde er sich ja echt komplett in die eigene Brust wegballern. Okay, zählen wir mal auf. Bei wem kauft Fritzel die Maschinen? Bei uns? Nein. Zu wem liefert... Hä? Freilich. Ja, wo lässt du es reparieren? Bei uns. Wie viel Prozent bei uns? Das weiß ich nicht, aber er bringt ab und zu Sachen zu uns. So, das nächste ist, wie oft bringt Fritzel uns Getreide? Da hakt es ein bisschen. So, ein bisschen ist gut. So. Und wie oft hat er irgendwas versucht, um dir irgendwo an die Karre zu fahren?
Chef, pass auf, das ist nicht böse gemeint. Ich will da auch nirgendwo rumdiddeln oder so. Aber ich will da einfach nur offen und ehrlich meine Meinung dazu sagen. Ich bin davon nicht überzeugt. Aber wenn du es mit ihm probieren willst, bitteschön, aber dann unter der Voraussetzung 1,5 netto, 6 Monate befristet und danach kann man sich gerne nochmal über das Geld unterhalten. 1,5 ist zu wenig. Nee, das reicht aus. Er ist ein normaler Angestellter. Nein, 1,5 ist zu wenig. Er ist ein normaler Angestellter. Na, trotzdem. 1,5 netto ist nicht zu wenig. Aber der Landhandel, wie viel kriegst du? Du willst ein Haus bauen. Ja, ich weiß. Denk doch mal da dran. Ja, da brauchst du mich lieber dran erinnern. Wie viel kriegst du? Ja gut, du bist hast 50%. So, wie viel kriegt Jupp? Siehst du? So, Jupp kriegt 1,7. Gut, dann müssen wir jetzt mit Jupp reden. Komm mit. Nein, Chef. Wenn Na du, klar, wenn überleg du mal, wie lange Jupp schon hier ist. Also ganz ehrlich jetzt. Ja, aber wenn du Jupp jetzt runterpegelst, beziehungsweise wenn du ihn Hallo? Auf dieselbe Stelle... Hallo? Was glaubst du denn, welches ich bin? Ein Unmensch? Ja, also du jetzt grad. Reiß dich mal zusammen, ganz ehrlich. Naja, du wirst komisch, wenn der hier ist. So. Ich wäre überhaupt nicht komisch. Du bist komisch schon wieder. Nee, du weil machst ich den Teufel schon wieder komplett an die Wand. Mit der weil ich den Braten nicht traue. Riesengroßen Pentagramm drumherum. Nee, weil ich den Braten nicht traue. Jupp. Wo ist denn der? Jupp. Jupp ist nicht hier. Jupp ist, glaube ich, auf dem Feld, soweit ich weiß. Oh, müssen wir anrufen, Chef. Ja, warte, ich rufe den an. Ja. Jupp, wo bist denn? Auf dem Feld. Ja, wieso ist dein Zimmer nicht aufgeräumt? Was für ein Zimmer? Ich stehe gerade hier vor deiner Couch. Das ist da hier das dein ist Wohnzimmer, das Lager, oder? Da kannst du dich selber drum kümmern. Ja, Jupp, war ein Spaß, Mann. Sei doch nicht so. Gut. Jupp, wie viel verdienst du im Monat? Gar nichts. Bei uns hier? Ja, gar nichts. Jetzt erzähl dir nicht so ein Zeug, du kriegst einen Lohn. Ja, was krieg ich denn? Zimmer. Ja, wie viel kriegst du denn bei uns? Ja, ungefähr 1,7. 1,7. Wie lange arbeitest du bei uns schon? Es ist schon lange. Dreiviertel Jahr ungefähr. Gut. Wie viel Urlaub hast du? ich hatte bis jetzt vielleicht 2 Wochen genommen. Ja, aber wie viel hast du denn Urlaubsanspruch? Ist das mehr wie 2 Wochen? Weiß gar nicht. 30 Tage halt. Doch was? Chef, vertraglich hat man bei Jupp vereinbart 35 Tage. Wir haben was? Nur drei. Ja. Sag mal, habt ihr den feuchten Hut auf oder was? 35 Tage, wo gibt's denn sowas? Selbst 30 Tage ist der Beamte. Hallo, die 35 Tage hast du ja unterschrieben. Ja, scheiße. Also Jupp, pass auf. Miguel, ich will nur mal so sagen, ich höre das noch. Ach so. Jupp, wegen dem Urlaub müssen wir noch mal reden. Aber wir müssen auch wegen dem Gehalt noch mal reden, Jupp. Also da kann ich dir schon mal so sagen, mit dem Urlaub wird nicht geredet. Nee, nicht? Nee. Ja gut, dann tu mir bitte einfach einen Gefallen und nimm nicht immer alles. So, aber Tu ich doch gar nicht. Ja, siehst du, geht doch. So, pass auf, Lohnerhöhung. Klingt gut. 2000 kriegst du jetzt. Netto. 2,3. Du rotzfrecher Bengel! Dann hör ich auf. Ach, halt, nimm das Telefon kurz. Gib her. So, geh weg. Ich muss mich kurz hier abreagiert. So. Bella? Ja? Kannst du mir hier kurz bitte die Schlagschraube hier auf die Brustwarze setzen und mal abdrücken? Nee. Doch, ich brauch grad Gustav, Schmerz. Lass mich mal durch. So ein... Doch. Ich weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich gar nicht. Komm mal her, Bella. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ja, was denn? Ja. Ich habe gerade den Jupp angerufen und wollte den eine Gehaltserhöhung geben von 1,7 auf 2,000. Weißt du, was der Rotzfrisch sagt? 2,3 oder ich gehe. Weißt du, was Jupp eigentlich... So, mit meiner guten Möglichkeit immer ausgenutzt! Jupp bräuchte eigentlich noch eine höhere. 3,7. So, Telefon her. Ja, hier. 2,1. Miguel? Was? Das mit dem Dreivierteljahr hast du tatsächlich geglaubt, oder? Was Dreivierteljahr? Ja, dass ich schon ein Dreivierteljahr hier arbeite. Ja, wegen mir? Er ist schon länger da, Chef. Ja, der ist halt schon länger da. Ich spiel doch keine Geige. 2,1. Nee. Chef, wir sind auf Jupp angewiesen. Du richtig Klappe. So fahren. Das ist doch bester Mann. So, 2,150, mehr geht einmal, nicht. Wenn du jetzt noch einmal unter 2,3 bist, dann krieg ich 2,4.
1, 2, 3. Super. Tschüss. Freut mich. Tschüss. So ein Penner. Ganz ehrlich. Wer hat die blöde Idee gehabt, den anzurufen? Wir? Doch. Jetzt geben wir den Gustav 2. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. 1, 6 mehr. Nein. So, Gustav, pass auf, mit den 3,8 wird nichts. Ja. Okay, und was gibt's denn da für ein anderes Angebot? 1,6. Oh. Du bekommst, Gustav, hörst zu, pass auf, da du hier als normaler Angestellter anfängst, 1,6 netto. Ach, ja. Du bist 6 Monate befristet und danach unterhalten wir uns nochmal gern über dein Lohn. Aber unter dem Angebot, also, oder beziehungsweise drüber, dreht sich nichts. Ich hab hier 50%. 1,6? Netto, ja. Das ist ja weniger als die Hälfte. Und man darf nicht vergessen, du hast Urlaubsanspruch auf 28 Tage und hast einen Behördentag frei. Hey, Behördentag? Was ist denn los mit euch? Also ich werde nichts sagen, aber Miguel hat mir damals angeboten, dass er mir die BGA kauft und ich da BGA-Leiter werde. Du, und genau da das würde ich auch Problem, machen, aber wie soll ich denn die BGA kaufen? Ja, wir haben kein Geld dafür und sowas ist absolut keine Verhandlungsgrundlage und du kaufst dich hier nicht ein. So. Also entweder nimmst du das Angebot an oder... Naja. Für 1,6 gehe ich nicht arbeiten, da mache ich ja Minus. Ja gut, das ist dir überlassen, aber das ist dein Angebot. Ja gut, 2000. Hausabzug. Nein. Doch. Nee, Miguel, mein Lebensstandard ist schon ein bisschen höher mittlerweile. Ja, wo liegt dein Lebensstandard? Was ist mit dir los, Mann? Ich habe mir einen dicken BMW gekauft. Ich habe mir einen dicken BMW gekauft. Das ist doch dein Problem, nicht unser Problem. Ja, wo ist dein Lebensstandard? Wie viel brauchst du Minimum? Das will ich jetzt wissen. 3 im Monat. Oh, du hast doch den Locken schief sitzen. Ja, ich habe mir jetzt erst eine Rolex gekauft. So, da ist so ein neues Modell rausgekommen, Mann. Gustav, pass auf. Aber dann ist Schluss. 1,7, aber mehr nicht. 1,7 ja, hast du gerade gesagt, Harry? Ja, mehr gibt's aber nicht. Der sagt, der braucht 3 und du kommst mit 1,7? Ja, natürlich, wir kommen ja auch alle auf der Wurst zu beherrschen. Ganz ehrlich, kommt der ich Nächste muss jetzt mal sagt, ehrlich fragen, warst du schon mal irgendwie in dem Geschäft verhandeln? Ja, aber du da bist hängt jetzt mal rausgeflogen, oder? Nee. Ich habe mit 3,8 angefangen, weil das aktuell mein Gehalt ist. Ja, wow. Aber 1,7 verdienen unsere normalen Angestellten, diese standen über Jahre hocharbeiten. Jupp ist auch schon länger da. Jupp hat auch schon mehr sich qualifiziert als Gustav hier am Landhandel, denn das schüttelt man nicht einfach so aus der Tasche. Deswegen 1,7, 28 Tage Urlaub, ein Behördentag, mehr nicht. Pass auf, Gustav. Aber ich bringe ja auch Qualifikationen mit. Ja, pass auf, Gustav. Ich will jetzt mal was wissen. Und zwar, ja. Was willst du? Du willst jetzt ernsthaft länger bei uns arbeiten und uns den Landhandel unterstützen? Ja, also eigentlich wollte ich ja gerne die BGA weitermachen, weil du ja gesagt hast, du kaufst sie mir. Ja, aber das wird aber nichts. Okay, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Doof, dann habe ich auf dein Wort vertraut und habe bei meinem Chef gekündigt, wo ich jetzt war. Man kündigt ja auch nicht und geht dann erst dahin. Da können wir ja vorher nochmal Rücksprache halten, ne? Ja, ne, du hast gesagt, komm vorbei, fang an, ich kauf dir das Ding und los geht's. So, okay, ganz kurz, Bella. Bella? Ja? Kannst du Gustav mal sagen, er soll dort runter hüpfen, bitte? Gustav? Ja? Nicht hier, bitte. Da draußen, bitte. Draußen? Was soll ich denn draußen machen? Ja, spring hier runter. Nee, das oder sollst du, pass auf, oder Gustav, willst du hier einen auf 31 machen und willst hier irgendwelche Informationen aus dem Landhandel ziehen? Ja, aber ich bin 33. Das ist nicht meine Frage gewesen. Boah! Gustav! Warte kurz, ja? Hallo, Miguel. Schwisten. Na, alles klar? Nee. Nee, warum? Was du willst. Naja, also ich habe mir jetzt mal so überlegt, also ich wollte jetzt eigentlich einfach mal so, also ich wollte meinen Jahresurlaub einreichen, aber jetzt so mündlich. Schwein. Ab sofort, ja? Das, vergiss es. Ich meine, ist ja vertraglich nicht festgelegt, dass das nicht irgendwie schriftlich gemacht werden muss oder so. Also von daher. Den musst du vorher beantragen. Da steht auch nicht drin, dass du es unterschreiben musst. Nicht genehmigt. Also, doch, nicht genehmigt. Das steht da nicht drin. So, pass auf. 2020, Ende 20, musst du den Jahresurlaub für 21 anmelden. Hast du nicht gemacht? Nee, das stimmt nicht. Das haben wir sonst immer Anfang des Jahres gemacht.
Hast du auch nicht gemacht. Naja, wir haben jetzt Mitte Frühling. Ja, dann kannst du den Jahresurlaub anmelden. Für, aber nicht jetzt. Naja, also bis März hat man Zeit, oder? Ja, aber dann muss ja auch genehmigt werden. Wir müssen gucken, wie die Arbeit verteilt ist. Da steht gar nichts von drin. Das muss auch nicht drin stehen. Miguel, war ein Spaß, mach's gut. Du hast so ein Penner, ey, ganz ehrlich. Und das kriegt der 600 mehr jetzt. So, das hab ich noch verarscht! Gut, Gustav, ja, zurück also, zu dir. Also, was ist jetzt? Der BG arbeitet jetzt nicht. Ja, und ihr bleibt bei 1,7 oder was? Nee! Ja. Natürlich! Nein! Natürlich! Mensch, der Mann hat Qualifikation, lass ihn nicht so verhungern! 1,7, er kann nach 6 Monaten der Probezeit sich nochmal mit uns am Tisch setzen, da können wir gerne nochmal neu verhandeln. Aber also, pass auf. Über 1,7 dreht sich jetzt nichts. Du musst uns noch weiter entgegenkommen, Gustav. Mit 3,000, ja, das wird nichts, das geht nicht, das können wir nicht machen. Ja, sag doch mal, für die ersten 3 Monate wenigstens, für die ersten 3 Monate, mit was du überleben kannst, und nach 3 Monaten, da kann man doch schon wieder drüber reden, da wissen wir doch schon wieder, Dann können wir das vertraglich dann festhalten, dass wir dann definitiv eine Lohnerhöhung machen nach 3 Monaten? Wir können nach 6 Monaten festhalten, dass wir nach 3 Monaten dann nochmal ins Gespräch gehen, um je nachdem, wie deine Arbeitsleistung sind, ja. Wir können natürlich auch so machen, Gustav, bloß mal so zur Information. Du hast ja jetzt beim Fritzl gekündigt, ne? Ja. Du hast dich ja jetzt auch erstmal suchend gemeldet und so. Ja. Wir können ja auch 450 Euro Basis machen. Genau. Nur, dass du den Unterschied mal siehst, ne? Also 1,7. Kannst du uns jetzt noch ein bisschen entgegenkommen oder nicht? Ja, 2,8, aber mehr geht echt nicht. Ja, pass auf, ich kann mir das auch, ich überlege mir das nochmal, ich schlafe mal in der Nacht drüber und dann mit den 1,7 eigentlich bin ich da nicht von überzeugt, aber. Der 1,7 machen wir auch nicht, wir kriegst ein bisschen doch, mehr. Doch, machen wir. Nein. Der pass auf, Harald macht da seinen Anteil und den von meinem Anteil, von meinen 50% gebe ich dir nein. dann extra noch was. Doch. Nein. Doch. Nein. Sag nicht nein! Ja, doch. Nein! Doch. Nee. Natürlich. Nein. Ja, doch. Nein, ich kann ihm geben, was ich will von meinem Anteil. Nein. Doch. Ja, das könnte er unter euch ausquatschen. Ich komme morgen nochmal. Quatschen wir nochmal in Ruhe, hätte ich gesagt. Bringt ja jetzt gerade nichts. Ja, aussieht. Machen wir so, Gustav, gell? Ich laufe nochmal nach drüber und überleg mal ganz genau und dann alles wird gut. Ja, ich tue nochmal durchrechnen, was ich so an Geld brauche im Monat und dann. Und dann denkst du auch mal drüber nach, dass wir nicht im Wohlfahrt sind, ne? Oh. Ja, du. Machst du den denn so doof von der Seite an? Weil wir nicht die Wohlfahrt sind. Ja, aber trotzdem, er ist ein qualifizierter Arbeiter, der sich bei uns bewirbt. Warum soll man ihm denn nicht eine Chance geben? Ja, nee, ist in Ordnung. Guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Und ganz so, plötzlich auf jeden Fall taucht der Fritzl ja auf. Das ist eine ehrliche Meinung. Was denn? Ja, wie empfindest du das mit dem Gustav? Findest du, man sollte dem eine Chance geben oder findest du, man sollte dem keine geben? Ich bin Harrys Meinung. Keine Chance geben? Gott hab sie selig. Warum denn? Aber warum nicht? Fritzl, hallo! Hey, Fritzl, ganz so, gut. Kannst du mir mal erzählen, was mit deinem Mitarbeiter, ihr Ex-Mitarbeiter ist? Soll ich denn da erzählen? Ja, ja, gekündigt bei mir. Ja, und das ist alles so normal, oder was? Ja, aber sowas. Ich hab da keinen Bock mehr zu. Wenn du meinst, mir immer die Leute abwärmen zu müssen, weil ich du nichts Gutes findest. Leute okay. Ich hab dich mal geworben. Er kommt zu mir, ja, ich kündige, Landhandel hat mir ein besseres Angebot gegeben. Ach, ich hab gar keinen Bock, mich und damit zu mir hat er gesagt, und zu mir hat er gesagt, er kündigt, weil er sich dein Geschrei und Rumgenöle und unfähige Art und Weise nicht mehr geben will. Aha. Ach, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Und der will ja nicht mal mehr hier. Der will ja das, was er bei dir gekriegt hat, der verbessert sich ja nicht. Der will einfach nur weg von dir. Ja, dann soll er doch wegbleiben. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Sagt er nicht, dass ich da. Der ist ja nicht hierher gekommen, weil er ein besseres Angebot hat. Das hat er so zu mir gesagt. Das hat er so zu mir gesagt. Der hat aber kein besseres Angebot gekriegt. Dann weiß ich nicht. Der hat nie ein besseres Angebot gekriegt von mir. Und außerdem muss ich dazu sagen, das Angebot, was ich ihm mal gemacht habe, das ist Jahrhunderte her. Da war der noch TPGA leider bei dir. Da war der da. Ach,
Ey, das ist schon ewig her. Der erzählt mir jedes Mal, wenn er hier hochfährt, bist du ihn am Belabern, er soll zum Landtunnel kommen. Im Leben nicht. Also, Mo sagt dasselbe. Ja, weißt du, weil Mo hier ist einmal im Vierteljahr. Ja, also ich hab dazu nie was gesagt. Ich habe gesagt, soll er doch machen. Ich sagte, geht doch dahin, wenn ihr wollt. Mir ist das egal. Mir fehlt, ich habe nicht die Zeit, ich muss die Felder fertig kriegen. Mir ist das egal, sonst auch gehen. Nee, aber ich habe das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Nur mal so, Fritzl, unser Angebot liegt bei 1,7, 28 Tage Urlaub auf 6 Monate befristet mit einem Tag für die Behörden. Ja, und also ja, über dem dreht sich nichts. Der Gustav, der ist hier, um hier interne Sachen auszuplaudern. Und du erzählst erst einen kompletten Arbeitsvertrag. Alles klar. Ja, nee, aber Miguel, komm doch mal bitte her. Fritzl? Wenn doch mal nicht weg wie ein Kling hin. Nee, fällt euch mal stopp, was. Stopp. Suchst du einen neuen BGA-Leiter? Du einen neuen BGA-Leiter, ja. Okay, ich würde dich damit bewerten. Was? Ja, also wenn ihr zwei nicht merkt, dass der euch gegeneinander ausspielt und verarscht, ne, dann tut's mir leid. Das seid ihr auch schon mit einer Fortschritt Küste. Ich werde der neue BGA-Leiter. Unglaublich. Mabella, wie kann man so okay, stützig sein im Kopf? Müssen wir dann, ich weiß will aber kein Gehalt, reden. Ich will Beteiligung. Du bist ja, nicht läuft, schlecht. läuft scheiße, brauchst du mir nichts geben, siehst du? Ist kein Risiko. Alles klar, überleg's dir mal, ruf mich an. Ja, hier, zwei Dinge. Ich hatte gerade ein Gespräch mit dem, Peter. Peter? Er sagte, mein BMW wurde jetzt endlich hier hochgebracht und Reparatur. Oh, der ist verschrottet. Und was? Der BMW ist verschrottet. Oh, ich muss auf die Felder. Hä? Der macht mich fertig. Der BMW ist verschrottet, jetzt ohne Mist. Der war komplett breit. Hä? Was? Ey, jetzt ohne Witz. Alle verpissen sich immer, wenn es ungemütlich wird. Okay. Ja, okay. Also, der BMW ist verschrottet. Ich war jetzt die ganze Zeit ruhig. Du hast provoziert wieder mit meiner Frau und ich hab gar nichts gemacht! Und oh, Alter, das war doch gar nicht böse gemeint! Jetzt seid ihr nicht so! Nein! Ey, der BMW, der war hier, der war Schrott, den hat man Karl abholen lassen, der ist in der Presse. Es tut mir leid! Es tut mir leid, was soll ich denn da machen? Ja, okay, alles ist schön, alles ist gut. Ich möchte ganz gerne den Deutz gewartet haben. Ach ja, das ist ja gar kein Problem. Ich hätte ganz gerne eine Wartung ohne unerwartete Probleme, bitte. Eine Wartung halt. Ja, bitte. Ja, naja. Ja gut, mach ich. So, nächste Frage. Gustav hat mein Lambo geklaut. Wo ist der? Stopp, ganz kurz, warte. Der weiße Lamborghini? Ja, genau. Ja, der war von, warte. Der müsste theoretisch... gut, dann ist er damit weg. Der stand vorhin noch hier. Aber er hat gesagt, es ist seiner. Ja, sorry. Miguel, wenn du jetzt für den Landhandel einen LKW kaufst, Harry kündigt, ja, und nur weil er ihn abgeholt hat, heißt das nicht, dass das Harry seiner ist. Da bin ich mir nicht so sicher bei Harry. Ja, okay. Ey, ohne Witz, du hättest es jetzt mir miterleben sollen. Ohne Witz. Warum? Also pass auf, jetzt mal Hand aufs Herz, gell? Jetzt mal ohne Mist. Ja. Was will der hier? Ich weiß es nicht. Also ohne Witz, Harry traut ihn keinen Zentimeter. Bella anscheinend auch nicht. Ich denke mir so, gut, ein qualifizierter Arbeiter. Wenn er jetzt keinen Job hat, hätte ich ihm erstmal geholfen. Ich will ihn nicht abwerben von dir. Wenn er bei dir weiterarbeiten will, soll er bei dir arbeiten. Also um Gottes Willen, aber ich hätte ihn jetzt nicht auf der Straße sitzen lassen, weißt du? Ja, verstehe ich schon. So, aber ehrlich, was will er hier? Ich war am Feld, ich war auf dem Feld, ich habe getiefenlockert. Wir hatten ein Gespräch, wie gut es gerade läuft. Ich habe ihn gelobt, wie er die BGA macht. Alles, es war normal. Ich habe wieder geschrien, ich habe gar nichts gemacht. Dann kam nach 5 Minuten nach diesem Gespräch, wir müssen uns mal bitte treffen. Ich so, ja klar, überhaupt gar kein Problem. Um was geht es? Also ja, ich komme zum Feld. Er kommt zum Feld, steigt zu mir in den Deutz, wir tiefen lockeren. Er lobt noch, wie gut das hier alles läuft. Ich kündige. Ja, ich sitz im Traktor. Ich denke mir nur so, okay. Ich sag ja, okay.
und wusste jetzt erstmal gar nicht, was passiert. Daraufhin stieg er in den Deutz. Dann wurde ich sauer, weil er den Deutz mitgenommen hat. dann kam ich zum Hof, mein ganzer Hof, meine Einfahrt war zugeparkt, alle Sachen wurden umgestellt, es war alles kreuz und quer und er war weg. So ist es passiert und nicht anders, ganz ehrlich. Ach Mann. Na gut, alles klar. Also wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, er wollte sich jetzt nochmal überlegen und anrufen, weil Harry hat ihn jetzt nur 1,7 netto geboten, er wollte aber 3,8. Und ist aber auf 3000 runter und ach, ein Hickmack hier. Ich weiß auch nicht so richtig, was los ist. Okay. Na gut, alles klar. Wie gesagt, wenn du BGA-Leiter suchst, bin ich Mann. Alles klar. Bis dahin. Gut, ich lass den Deutsch hier stehen. Ich laufe zurück. Alles klar. Rein. Ciao. Tschüss. So, meine lieben Freunde, danke, dass ihr zugeschaut habt hier an diesem wunderschönen, ereignisreichen Sonntagabend oder beziehungsweise im Livestream am Freitag, 20 Uhr geht's immer los. Danke, Bella, dass du mich so klasse unterstützt hast. Hallo, ich trau dem Gustav nicht. Hallo, ich frage mich, ob hier alle gegen mich sind. Jupp zieht mir komplett das Geld aus der Tasche, obwohl er weiß, ich will ein Haus bauen. Harry ist wie so eine Furie, wie so eine 60-Jährige, verstehst du, so eine 50-Jährige, die in den Wechseljahren ist. Ja, und du traust und du bist ja auch nicht auf meiner Seite. Ey, ganz toll, ey. Bitte. Was soll ich jetzt sagen? Ich werde jetzt hier die Tür zuknallen, wenn sie da wäre. So. Auf jeden Fall. Da ist aber keine. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao. Schönes Wochenende euch noch.